Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. Wir haben heute den 4. April 2014, 23 Uhr und 2 Minuten und da ist er wieder. Opa spielt der Kanal und Norbert heiße ich und ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, was machen wir heute? Was wir heute machen, ist eigentlich ziemlich klar. Wir werden da unten das Lager einrichten, das heißt, den Umzug weitermachen vom Lager zum neuen Lager. So, Regierungsgebäude ist ja fertig, genau, das nehmen wir mal runter. Tun mal hier an unserem Memo-Wand einen Pferdestall noch hin. Ja. Klammer auf Esel. Wir haben ja in der letzten Folge auf der Suche nach Tintenfischen haben wir Esel gefunden. Tintenfische natürlich auch. Ja, ich habe noch genug hier. Alles noch da, ja. So, und ja, ich darf euch also herzlich willkommen heißen hier, gell, Rex, dich auch. Und gehen wir mal runter ins Lager und gucken mal, was wir hier noch so alles haben. Und was wir noch alles so wegbringen müssen, die Erde. So, ich muss immer ein bisschen leiser drehen. Das ist mir nämlich alles ein bisschen zu laut hier. So, jetzt ist es wieder zu leise am Kopfhörer. So geht's aber. Ich kann ja nachher den Kommentar lauter oder leiser drehen. Das ist ja egal. Dann nehmen wir mal die ganze Erde hier mit. Und werden sie mal drüben in das Lager 3 verfrachten. So, das brauchen wir alles nicht, glaube ich. Und nehmen dafür noch ein bisschen Erde mit. So, Truhen kann man auch mal gebrauchen. Waffe, man weiß ja nie, wenn wir nämlich auf einfach spielen. Kann es ja mal sein, dass da ein Monster unterwegs ist. So, dann... Wie ging das? So ging das, genau. Ziemlich laut das Ganze. So, die Treppe werde ich wahrscheinlich auch umdrehen, habe ich mir überlegt. Dass ich die also irgendwie so umbaue. So, wo ist denn unser... Was haben wir hier drin? Da haben wir unseren Stein drin. Jo, da haben wir unseren Cobblestone drin. Jo, und hier tun wir mal die Erde rein. Alles voller Erde. Ah, da sind noch Tropenholzbretter. Die tun wir da mal nicht rein, sondern nur die Erde. Ja, das werden jetzt etwas langweilige Folgen, das gebe ich ja zu. Durch wenn solche Geräusche kommen, da kriegt man eher einen Schreck, als dass es langweilig wird. Irgendwas haben wir doch vergessen. Ach so, ja, ich weiß. Ich weiß, was ich vergessen habe. Nämlich die neuesten Abonnenten vorzulesen. Das mache ich doch gleich mal. Ich habe seit der letzten Aufnahme, seit dem, wann war das? 21.03.
28.03., das sind dann gerade 2 Wochen, habe ich 30 Abonnenten neu. Herzlich willkommen alle und ich werde mal stellvertretend für alle anderen die letzten 10 hier vorlesen. Einmal Ulrich, Philipp, 98, dann Textmark LP, Gamatronic HD, Geoplay, LBC HD, Jonathan Rappel, H. Jedlich, Kack Gamer LP. Also ich, das heißt wirklich so, steht da so und müsst da ein bisschen vorsichtig sein, was ihr euch da für Namen aussucht. Na, Yannick Reischel und Anna Cebic oder so ähnlich. Also Kack Gamer LP. Heißt zwar nur KAC, aber ja, das ist halt dann missverständlich. Also am besten so schöne Namen aussuchen, wie mein hier zum Beispiel, ne? Hooper spielt, könnte natürlich nicht mehr machen, das ist klar, den gibt es hier nur einmal. Aber solche Namen, da gibt es dann keine Missverständnisse. Hier ist noch Erde, ja. Bei Kack Gamer, ich weiß nicht. Naja. Gut, jeder muss halt wissen, was er dann Erde. Also war wieder voll. Jeder muss halt wissen, was er sich für Namen aussucht. Und dann stand da auch drin, dass jetzt wieder Saure Gurke mich abonniert hat, aber ich glaube, der hatte mich ja schon längst abonniert, gell? Also, Saure Gurke hat mich schon längst abonniert. Ich sollte da nicht in die Eisenbahn reinsprechen, dann hört es ja keiner. Und das ist irgendwie ein Fehler wahrscheinlich. So, hier ist also Erde drin. Ja, was machen wir denn als nächstes, wenn wir jetzt alles hier einsortiert haben? Langweilig wie das ist. Eine Kiste ist schon voll. So soll das auch sein. Naja, hier ist das eigentlich nicht nötig, mit diesem Rotpilzverfahren alles zu markieren, weil wir ja eh alles voll Erde knallen hier. Was denn noch hier? Da brauchen wir... Was haben wir hier? Haben wir Erde. Hier haben wir glatten Stein, hier haben wir Cobblestein. Da könnte man hier Sand reinmachen oder sowas. Sand und Sandstein. Ja, was machen wir denn danach noch? Wie gesagt, ich hatte es ja schon aufgeschrieben. Ich werde ein... So, immer mal warten, bis die Fahrt vorbei ist, damit er auch was versteht. Ich werde eine Pferdekoppel natürlich machen. Für die Esel, die ich da gefunden habe. Ich weiß nicht, ob man die dann auch Pferdekoppel nennt, wenn es Esel sind. Vielleicht kann mir das ja einer... Kies habe ich ja auch noch haufenweise. Vielleicht kann mir das ja dann einer mal... erläutern. Ja, da sollte man doch... Wo hatte ich denn jetzt die Dinger da reingetan hier? Da, richtig. Vielleicht kann mir das ja einer erläutern, ob Esel auch in einer Pferdekoppel stehen können. Ich hoffe doch. Ach so, immer noch Erde. Ach du Jemine. Alles voll Erde. Hier haben wir noch Kies. Noch mehr Kies. Und dann war das voll. Ja. Jetzt haben wir noch Sandsteintreppen. Sand. Sandstein können wir alles noch mitnehmen. Und so langsam wird's voll. Wird's denn schon dunkel? Ach, das ist mal blöd. Gut.
Wir sehen es ja im Lager. Ja, was ich also machen möchte... Wie gesagt, Pferdekoppel oder Eselkoppel oder wie man das immer nennen mag. Und dann möchte ich mit dem Industriegebiet anfangen. Es hatte ja jemand mal vorgeschlagen, ich soll doch eine Kies und Sand. Hier machen wir alles mit Stein rein. Kies und Sand. Kies tun wir mal hier oben hin. Es hat da ja mal jemand vorgeschlagen, ich sollte eine Mühle bauen. Dann hatte ich aber gesagt, oh ja, Mühle, das hat doch jeder. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, keine Mühle zu bauen, sondern keine Windmühle zu bauen, das war das, was er meinte, sondern eine Wassermühle. Aber jetzt scheint es doch dunkel zu sein, ne? Legen wir uns mal hin. Doch nicht. Aber gleich. Müsste gleich soweit sein. Ja, keine Windmühle zu bauen, sondern eine Wassermühle oder Wasserkraftwerk. Das werde ich also dann in dem Tal hinter... Nee, hier zwischen dem Kirchberg und dem Neuberg. Da wird ein Wasserkraftwerk gebaut. Und dann werde ich da noch eine Fleischfabrik hinbauen. Dazu jetzt später noch mehr.